Herrn, heute ist Nikolaus. Hast du deinen Stiefel rausgestellt und war der vor allen Dingen geputzt? Ja, wie gesagt, ich denke, bei uns ist das Tradition. Wir werden das natürlich auch jedes Jahr wieder fortsetzen. Freuen uns natürlich auch darüber. Klar, die Stiefel sind geputzt und es wird natürlich wieder was drin sein. Ein paar Tage Zeit sind noch bis Weihnachten. Hast du die Geschenke schon beisammen? Brauchst du viel? Ja, ich bin lieber immer einer, der so spät losrennt und die Geschenke immer zum Schluss holt. Und ja, natürlich, ich denke, meine Familie, es gibt immer irgendwas Kleines zu schenken, was halt auch Tradition ist. Und das wird auch jedes Jahr fortgeführt, klar. Wie sieht denn der Heiligabend bei Familie Lindenhahn aus? Gibt es da Gänsebraten oder Kartoffelsalat mit Wiener oder wie ist es da geplant? Ja klar, man trifft sich mit der Familie auf jeden Fall, also das ist das Wichtigste. Ich glaube, dass ich noch kein Jahr jetzt im Urlaub gefahren bin und nicht Weihnachten zu Hause gefeiert habe. Ich glaube, das ist mir auch am liebsten, mit den Liebenden zu Hause zu feiern. Und ja, natürlich, da gibt es bei Mutti schön Entenbraten zu Hause und das lassen wir uns alle natürlich auch schmecken. Denn Silvester ist dann sozusagen der letzte Höhepunkt, bevor es wieder losgeht. Geht es da mal steil oder ist da auch eher ruhig angesagt? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir die letzten Jahre ich bei mir zu Hause immer eine Party veranstaltet, haben ein bisschen gefeiert mit Freunden, Familie und ja, es ist ein entspannter Abend und feiern quasi das neue Jahr rein. Willst du noch einen Gruß loswerden an die HFC-Fans oder an deiner Familie, wen auch immer du grüßen willst? Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich wünsche allen HFC-Fans in Zukunft dann pro Weihnachten, hoffe natürlich mit uns ganz, ganz oben in der Tabelle und wünsche natürlich alles Gute und vor allem dann später den guten Rutsch ins neue Jahr.